Was? Guck mir bloß die Daumen, du, ja? Entschuldigung. Bitte, bitte. Na, Gabchen, was wäre denn, wenn ich jetzt petzen würde? Was denn petzen? Na ja, wegen des Abschiedsküsschens da, nicht? Ich habe ganz andere Sorgen. Ach, Kindchen, Sie erschrecken mich aber wirklich. Da, heute hat es Zeugnisse gegeben. Auweia. Ja. Ach, was denn, Frau Wolfheimer? Sag dir, Frau Blüschke. Nein, sie kann nicht gleich drankommen. Sie sehen ja. Wieso, was ist denn mit den Kleinen? Der Kindergarten hat heute geschlossen. Das heißt, streiken einfach von den Kindergärtnerinnen. Was? Jetzt streiken sogar die Kindergärtnerinnen? Na, also wissen Sie, ich glaube, es wäre besser, die Eltern würden streiken, damit nicht mehr so viele Kinder in die Welt gesetzt werden. Na, so weit brauchte man nicht zu gehen. Na ja, dann wollen wir mal nicht. Kommt, Kinder. Bitte schön. Tag, Frau Steffen. Tag, Gabi. Tag, Opa. Ja, guten Tag, Gabi. Na, das ist aber eine Überraschung. Ja, was hast du denn? Was ist denn? Kann man gratulieren, Gabi? Ja, wozu denn gratulieren? Na, dass du eine Klasse höher gerutscht ist. Sie reden doch seit Tagen von nichts anderem als von der Versetzung. Ach so, ja, ja, natürlich. Na, nur sag schon. Du Opa. Ja? Was kriege ich denn für jede 5? Das ist ja köstlich. Ne, Marek? Dann wird's ganz schön teuer. Also doch? Komm. Das sieht nach einer Pleite aus. Naja, das kommt davon, wenn manche Leute mit ihren Kindern zu hoch hinaus wollen. Ist eben Schicksal. Ich meine, irgendwie habe ich halt auch noch auf ein Wunder gehofft. Ein Wunder wäre hier wirklich angebracht gewesen. Wenn ich wenigstens in Englisch eine 2 gehabt hätte. So hast du das Doppelte. Wissen es deine Eltern schon? Deswegen bin ich doch zuerst zu dir gekommen, Opa. Das ist zu schmeichelhaft. Nach diesem blauen Brief war ja auch einiges zu erwarten, ne? Du willst anrufen? Na, wollen ist gut. Eins steht für mich fest. Kann Papa sagen, was er will. Mit der Schule ist jetzt Schluss. Hallo? Ja, ja, Tag, Hilde. Ja, ja, ich bin's. Ja, na, wie geht's denn so? Na ja, hier ist was passiert. Ach, du brauchst mich gleich zu erschrecken. Nein, nein, nein. Neben mir steht eine arme Sünderin. Wer? Na, dreimal darfst du raten. Na, also. Na ja, wie erwartet. Nicht versetzt worden. Na, du reißt ja nicht gleich den Kopf, aber dem Walter, dem stellst du einen Schnaps kalt und ein Bier. Warum sie nicht nach Hause kommen? Sie traut sich nicht. Also, pö, sagt sie. Naja, wäre ja auch noch schöner, nicht? Heute Abend alle zusammen, bei uns. Ja, ja, natürlich, gern, ja, ja. Tschüss. So, mein Kind, das kannst du hier einrahmen. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Die Klasse mache ich jedenfalls nicht nochmal. Nein, 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 du wirst überstürzen, mein Kind. Hier kannst du bis zur Direktorin aufsteigen. Ja, mit Dutt und Brille. Guck mal, endlich, Frau, unser Schönheitsverhältnis ist auch eine menschenwürdige Aufgabe, findest du nicht? Ja, besonders bei 80-Jährigen. Reiseleiterin? Auch ganz schön. Mensch, das wär was. Na, 4 in Englisch? Oller Spaßverderber. Aber das wär dufte, findest du nicht? Überhaupt was Künstlerisches? Hm? Na bitte, die Lösung. Komm bloß weg. Guck mal, ein schönes Schlafzimmer. Muss das sein? Von deiner Leichenbittermine, Walter, haben wir nur aber genug. Du tust ja so, als wenn du sitzen geblieben wärst. Soll ich vielleicht feiern? Mit Sekt und Kaviar? Ich finde, so ein großes Unglück ist das doch nicht. Wird sie eben ein Jahr später fertig mit der Schule, ne? Ich denke, sie hat keine Lust mehr. Natürlich macht sie's Abi. Wenn ich mal ganz blöde fragen darf, wozu eigentlich? Na, darüber gab's dann ihren Zweifel. Wir sind uns doch einig, ne? Na, wir beide schon. Ist es vielleicht deswegen, dass ihr später sagen könnt, unser Kind hat das Abitur. Ach,
Entschuldige, Onkel Kurt, aber sie soll es mal weiterbringen als wir. Ja, wenn das Mädchen nun mal heiratet. Also versteht mich richtig. Ich bin dafür, dass eine Frau auch einen Beruf hat und nicht nur mit der Ehe rechnet. Aber muss es denn also unbedingt ein Studium sein? Gabi ist der intelligente Onkel Kurt. bei der Mutter und bei den sonstigen Anverwandten ist das ja kein Wunder. Aber dass sie die Schule sausen lassen will, ist das vielleicht schon ein Zeichen von ihrem fixen Köpfchen. Wieso denn das? Na ja, habt ihr sie denn schon mal richtig interviewt, was sie für Zukunftspläne hat, für was sie Lust und was Liebe hat? Mit 18 kann sie das noch nicht entscheiden. Ich glaube doch. Weißt du, so ein Kind weiß da noch nicht Bescheid. Natürlich, Else, aber da muss man sich mal mit ihr hinsetzen, richtig reden. Na, das hat Walter ja getan. Als er heute Abend nach Hause kam und das Zeugnis von Gabi gesehen hat, da hat er gesagt, jetzt wollen wir mal Deutsch miteinander reden. Ach du heiler Strohsack. Sollte ich vielleicht ein Loblied anstimmen? Nun lass mal die Luft aus den Gläsern raus, dann kann man leichter darüber sprechen. Ja, sprich du doch mal mit ihr. Ich? Ja, siehst du, genauso geht es mir häufig. Kaum gibst du jemandem guten Rat, schon kommt er als Bumerang auf dich zurück. Also einstimmig beschlossen vom Familienrat, du knöpfst dir die Kleine mal vor. Ja, aber ordentlich. Nein, danke, Onkel Kurt. Jetzt habe ich genug. So verbringst du also deine freien Nachmittage, Onkel Kurt? Erstmal heißt es Großonkel. Zweitens hast du recht. Weißt du, gleich nach Feierabend, da pfeffere ich die Tischlerkluft in die Ecke, gehe an den Schrank, hole mir einen prima Maßanzug von der Stange heraus und gehe hier auf Reiztour. Also ich glaube wirklich, du führst ein Doppelleben. Jo, steht mir doch zu als Witwer. Wohin soll ich denn sonst mit meinem Geld? Ich bin sicher, du hast bei manchen Frauen auch irre Chancen. Besonders bei den Jungen. Also die Alten, die lasse ich grüßen. Erzähl doch mal. Ich habe schon immer geahnt, dass du von der ganzen Familie das tollste Format hast. Nehmen wir die Hälfte. Aber nochmal wieder zurück zu unserem vernünftigen Gespräch von vorhin. Die Schule ist für dich gestorben. Wenn ich es nicht schaffe, ich weiß doch selbst, Onkel Kurti, wo mir die Chancen stehen. Soll ich denn noch dieses Abi rasseln? Denn schon lieber eine vernünftige Berufsausbildung. Okay. Du sagst okay? Könnte auch Bon sagen, oder? In Ordnung. Weißt du, es gibt da so viele Möglichkeiten. Auch für dich. Und dann wäre doch das gar nicht unnütz gewesen mit der ganzen Schule. Ich habe schon an Stewardess gedacht oder so. Andy meint sogar, ich hätte Talent fürs Künstlerische. Werbegrafik oder Fotografie. Na, weißt du, ich glaube, das ist zwecklos, falschen Vorstellungen nachzulaufen. Was dir fehlt, das ist eine Basis. Ja? Jeder Mensch braucht eine Grundlage. Auf dieser Grundlage kann er dann aufbauen. Ich glaube, ich kann ganz gut mit Kindern umgehen. Ja, mal. Darf noch was sein? Ja, eine Tasse Kaffee für meine kleine Freundin, Weinbrand. Und mir bringen Sie bitte einen Kümmel. Haben wir leider nicht, mein Herr. Darf vielleicht ein Upsler sein? Upsler, ja. Bringen Sie mir einen Upsler und noch eine Tasse Kaffee, ja? Sehr gern. Onkel Kurt. Hör mal zu, von jetzt ab sagst du Großonkel zu mir oder nur Kurt? Ja, wo war man denn stehen geblieben? Was bei den Kindern? Ja, das wäre doch eine Möglichkeit, wenn du dich dafür interessierst. Naja, heiraten wollte ich ja eigentlich noch nicht. Also, da hast du aber recht, sag ich dir. Ich kenne eine Stadträtin für Jugend- und Sozialarbeit. Die könnte man doch mal um Rat fragen. Wenn du es sagst. Ja, wäre doch eine Zwischenlösung, nicht? Ich liebe dich. Komm. Ich dich auch, mein Kleines. Naja, also. Bis ich dann zu meiner größten Überraschung damit herauskam und sagte, warum eigentlich nicht Kindergärtnerin? Also offiziell müsste ich jetzt applaudieren, Kurt. Denn tatsächlich haben wir viel zu wenig ausgebildetes Kindergartenpersonal. Dankeschön. Du hast doch sicher gehört, dass die Kindergärtnerinnen streiken. Ja. Aber unter uns, Mädchen streiken ja nicht aus Übermut. Ja, weil sie mehr Geld wollen. Nicht nur. Die Tarifsituation ist ungünstig und die Aufstiegschancen sind minimal, aber... Dann sind Sie also für den Streik? Nicht für einen wilden Streik, denn dann sind die Kindergärtnerinnen für die Folgen selber haftbar. Ja, was für Folgen meinst du? Beispielsweise, berufstätige Mütter haben Verdienstausfall, weil sie wegen ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen. Und sowas denkt man gar nicht, ne? Ich habe sie natürlich gewarnt. Andererseits bin ich froh, dass endlich was in Bewegung kommt. Damit sie mehr Geld bekommen. Naja, nicht nur das. Es geht zum Beispiel um Versuche mit neuen pädagogischen Ideen. Du hast doch sicher davon gehört. Ah, du meinst die anti-autoritären Kinderläden. Ja, man muss mit solchen Dingen experimentieren. Aber da fehlt es wieder an Fachkräften. Finde ich toll, dass Sie so eingestellt sind. Also mit gutem Gewissen würde ich Ihnen nicht raten, Kindergärtnerin zu werden. Da gibt's nicht irgendwas Ähnliches. Wie wär's zum Beispiel mit Kinderschwester? Schwester, Krankenhaus. Das ist schon besser.
Ihr habt doch im Gesundheitsausschuss darüber gesprochen. Soviel ich weiß, werden im Elisenkrankenhaus solche Ausbildungen gemacht. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, wenn du willst, können wir doch mal rübergehen. Nicht? Ja, sicher. Aber hast du Einwände? Ich meine, entscheiden muss man sich einmal. Ja, würde ich auch gerne machen, irgendwas Praktisches. Das sowieso. Zuerst werden Sie Schwesternschülerin. Schon wieder Schülerin. Nein, nicht mit Latein oder Mathearbeiten. Also Schwester finde ich prima. Kinderschwester. Ja, tut mir leid, ich kann mir nicht helfen. Schon im Krieg habe ich eine Schwäche für die Karbolmäuschen gehabt. Also wenn du das sagst, Onkel Kurt, bin ich dabei. Ah, die fühlt sich da richtig wohl. Aber wenn mein Mann und mein Schwager unserem Walter nicht zugeredet hätten, wäre das wahrscheinlich alles ganz anders gekommen. Naja, wenn zwei Mannsbilder sowas anpacken, die können dann schon einen Eisberg zum Schmelzen bringen, nicht Frau Lehmann? Wie meinen Sie das? Naja, dass die beiden Brüder Lehmann überzeugen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die beide von mir was ganz Verrücktes verlangen würden, bin mir da nicht ganz sicher, Frau Lehmann, ich glaube, ich würde es tun. Das verstehe ich nicht. Ganz was Verrücktes? Ja, eben, ganz was Verrücktes. Ach, du meine Güte, wie meinst du denn das? Hm? Na ja, also... Na ja, was denn? Ne? Na ja, vielleicht 100 Mark im Lotto verwetten oder der Siegesgöttin das Kind kraulen oder so, nicht? Aber sie sprühen ja wieder vor Geist. Nicht wahr? Sagen Sie mal, wovon hatten wir gerade gesprochen? Ach ja, richtig, von Ihrer Enkelin. Erzählen Sie doch mal weiter. Ja, die wohnt nicht mehr zu Hause. Ach nee, wo denn sonst? Krankenhaus natürlich. Das ist nicht schlecht, Frau Lehmann. Nee, das ist sogar sehr gut. Ah, die arbeitet sogar schon im Labor. Im Labor? Hm, da, wo die Untersuchungen gemacht werden. Etwa auch mit Blut? Ja, und alles, was so in dem Menschen drin ist. Man denke ich, ne? Winter. Ja. Nur sehen Sie mal an. Schon ganz prima. Bist du eine ruhige Hand, das ist sehr gut. Evi, komm doch mal eben rüber und sieh Gabi zu. Unsere Kinder jetzt übt man eine Weile alleine. Ich habe auch noch eine kleine Nebenbeschäftigung. Willst du mal? Komm, ich üb's mit dir. Zu gnädig, danke für Obst. Mach doch keinen Quatsch, wir müssen es doch alle lernen. Nein, pass mal auf, du musst es tiefer halten. Das kann ich alleine. Siehste, hättest du mich mal machen lassen. Nun sag bloß noch, ich bin schuld. Na klar, wer denn sonst? Du hast sie wohl nicht alle. Also jetzt spiel hier bloß nicht die Musterschülerin. Und dann abends nach Dienstschluss genau das Gegenteil. Ach, wie meinst du das? Na, wenn du dich abends nach Hause bringen lässt in diesem komischen Auto. Also ich will ja nicht gerade vorm Eingang knutschen. Ich gebe meinem Freund einen Abschiedskuss, na und? Wenn die Oberin das sieht oder jemand steckt hier, wirst du ganz schön was zu hören kriegen. Mein Privatleben geht niemand was an. Denkst du? Ach, du liebe Güte, was ist denn hier passiert? Es war ein Versehen. Ja, ja. Lass das Evi machen, du wirst am Telefon verlangen. Am Telefon? Ja, im Stationszimmer. Komm, Evi, ich zeig dir das nochmal. Gabriele Lehmann? Ach du, Andy. Ja. Heute Abend. Ja, das geht. Mein Stufte. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Wie? Ja, du, ich muss jetzt aber wirklich. Ja, Andy. Gut. Bis heute Abend denn. Tschüss. Du wirst ziemlich häufig angerufen, Gabriele. Ist das verboten? Wenn es nicht zu oft ist und von Angehörigen. Würdest du bitte heute Abend den Dienst für Schwester Hildrud übernehmen? Sie fühlt sich nicht wohl. Heute Abend? Du weißt, Kind. Zuerst der Dienst und dann das Privatleben. Ja, sicher. Immer erst der Dienst. Das kostet einen wirklich an. Mann, ist doch wahr. Die Arbeit macht mir auch Spaß. Im Labor fühle ich mich richtig wohl. Aber dann noch diese zusätzlichen Aufgaben, ja? Also Andy, Sie dürfen das Kind nicht so aufwiegeln. Ich meine, so Berufsausbildung ist nicht leicht. Machen Sie es jedoch nicht unnötig schwer. Wenn man die ollen Kamellen hört, dass eine Krankenschwester keusch und züchtig wie eine Nonne leben muss. Naja, ich hoffe doch, dass Gabi das tut, oder? Aber das kannst du dir doch denken, Elschen. Die beiden sehen sich beim Abschied freundlich in die Pupille, geben sich die Händchen und damit hat er sich, ne? We don't cheat or mistreat you. Simplify you, pacify you. Deny, defy. Crucify you. All I really wanna do is maybe be friends with you. Though I ain't looking to fight with you, frighten you or apathen you, drag you down or bring you down. Mensch, die Frau Oberin. Glaubst du, die hat was gesehen? Und wenn schon. Nee, Andy, ich muss wieder rein. Tschüss, sei nicht böse. Tschüss.
Evi hat sich beschwert. Sie möchte auch mal wieder Labordienst machen. Aber ich habe Ihnen doch schon neulich gesagt, Schwester Oberin, dass sich Gabi ganz ausgezeichnet eingearbeitet hat. Eine einseitige Bevorzugung kann es in unserem Hause nicht geben, wie Sie wissen. Was Evi noch nicht kann, muss sie lernen. Gabi, du musst jetzt nach unten auf die Station. Ich habe doch aber schon die letzten Abende unten ausgeholfen, Frau Oberin. Gestern Abend aber nicht. Nein, gestern hatte ich endlich mal wieder frei. Ich hoffe, du hast die Zeit zur Erholung benutzt. Ach, mehr zur Erbauung, Frau Oberin. Du bleibst jetzt hier und dich erwarte ich in spätestens 5 Minuten unten. Ist das klar? Völlig. Komm, Evi, du willst jetzt gar nicht arbeiten. Ich zeig dir das nochmal. Da wurde Pedro aber wild. Er griff mit beiden Händen in die große Maisschüssel, klappte mit dem größten Teil. Sei doch mal ruhig! Und warf ihn dem alten Paciendero mitten ins Gesicht. Antonios dicke Nase war von dem Maisball völlig verkleistert. Er zischte und grunzte, schleckte mit seiner Zunge ein wenig frei, um besser schimpfen zu können. Was soll denn das? Da, sieh dir das an. Ehe Zeit zum Vorlesen ist, müssen erst alle auf dem Töpfchen gewesen sein. Du siehst ja, was dabei herauskommt. Ich mach's gleich sauber. Wechsel auch die Matratze aus. Woraus liest du denn vor? Pedro will kämpfen. Die Geschichte eines elternlosen Jungen aus den Favelas von Brasilien. Ist das nicht ein bisschen früh für die Kleinen? Kinder können nicht zeitig genug erfahren, wie es ihren Altersgenossen in der dritten Welt ergeht, Frau Oberin. Mag sein. Aber diese Kinder hier sind krank und dürfen nicht aufgeregt werden. Ich lese ja auch ganz ruhig. Mach erst den Kleinen sauber. Das ist im Augenblick noch ein bisschen wichtiger. Lies doch weiter! Seid mal ruhig, ja. Lies doch mal weiter! Lies doch weiter! Aber dann sieht man sich ja tagsüber nicht mehr so oft, Schwester Evi. Ja, das tut mir auch leid. Aber so groß ist das Haus nun auch wieder nicht. Ja, da haben Sie recht. Außerdem, man braucht sich ja nicht nur tagsüber zu sehen. Wie soll ich das verstehen? Darüber ließ sich natürlich nicht reden, Dr. Klaus. Ich werde sicher schon mal Zeit haben. Haben Sie was gegen die kleine Lehmann? Eher gegen Ihren Umgang. Na ja, jedem das Seine, gell? Ich mach Schluss. Ich lasse mich doch von denen nicht zur Schnecke machen. Ach, wärst lieber auf der Schule geblieben. Naja, kann ich mir vorstellen. Vormittags ein paar Stunden in der Schule verschlafen und dann nachmittags mit Freunden in der Gegend rumkutschieren. Das ist natürlich schöner. Sie haben vielleicht Vorstellungen von der Schule, Frau Steffens. Das Berufsleben ist anders, das muss man eben lernen, Gabi. Berufsleben? Ja, da suche ich mir lieber eine Stelle in der freien Wirtschaft. Die küssen einem die Füße. Hallo. Sag mal, dein Doktor kümmert mich so aus. Sie will Schluss machen, Kurt. Warum denn? Hat's denn schon wieder Ärger gegeben? Die schikanieren einen, wo sie können, besonders die Oberen. Da bist du davongelaufen? Nicht, doch, ich habe gerade eine Freistunde. Am liebsten möchte ich überhaupt nicht mehr zurück. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, Onkel Kurt. Wer bin ich? Kurt. Kommt. Tag, Frau Steffens. Tag. Sagen Sie mal, ist nicht eben Herr Lehmann gekommen? Ja, der Familienrat tagt. Ach nee, warum denn? Na, die Kleine will schon nicht mehr. So, hat's Ärger gegeben wegen dem Jungen, was? Wegen Andy? Na ja, die hat ihn doch sicherlich mit aufs Zimmer genommen und ist dabei erwischt worden. Das ist mir neu. Aber Frau Steffens, ich bitte Sie, überlegen Sie doch mal, so ein junges Ding weg von zu Hause im Krankenhaus, schon ein eigenes Zimmer, macht sich verdienst jede Menge Freizeit, da muss so ein 18-jähriges Gehör doch überschnappen. Ja. Eine Mark 8. Hör mal, abends vorm Krankenhaus im Auto rumknutschen, das muss doch auch nicht sein. Wir haben uns nur einen Abschiedskuss gegeben, weiter nichts. Ja, dann fahrt doch wenigstens ein paar Schritte weiter. Warum denn auch genau vor dem Eingang, wo jeder vorbeikommt? Also nur, weil die sich einen Abschiedskuss gegeben haben? Wenn die Großen das machen, dann ist alles in Ordnung, was? Na, mir soll's egal sein. Du hast sie doch da untergebracht. Auf euer Drängen. Aber ich werde hingehen. Ich werde dafür sorgen, dass da andere Verhältnisse einziehen. Kann ich dir versprechen. Wie willst du denn das machen? Mit der Oberin sprechen? Mit der werde ich Schlitten fahren, kann ich dir aber sagen. Ich kann mich kurz fassen. Moment noch, bitte. So, die Überweisung ist auch dabei. Verlieren Sie es nicht. So, Herr Lehmann, jetzt können wir... Ach. Ja?
Ja, wird morgen als Erste operiert. Das kann ich jetzt nicht sagen, ich habe Besuch hier. Wie? Müssen Sie bis nachher warten, ich komme dann gleich rauf. Entschuldigen Sie bitte. Also, um mich kurz zu fassen. Ja? Verzeihung, Frau Oberin, die Analyse von Nummer 18, haben Sie die hier? Jetzt lassen wir uns aber bestimmt nicht mehr stören. Wie lange machen Sie das schon? Wie lange? Seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren? Da hatten Sie ja Generationen von Schwestern Nachwuchs unter Ihrer Obhut. Ja, Herr Lehmann. Aber Schwierigkeiten, so wie mit Ihrer Nichte Gabriele, die gab es früher nicht. Nicht in dem Maß. Diese Aufsässigkeit, diese herausfordernden Manieren, da sehen Sie sich doch die Kleider an. Die Bücher, diese grässliche Musik. Die Mädchen sind in eine ganz andere Zeit hineingeboren worden als Sie. Und ich, mit 18 Jahren, sind die völlig erwachsen. Da kann man sie nicht behandeln wie kleine Kinder. Solange ich die Verantwortung für die Mädels trage und für die Disziplin im Hause, da müssen Sie schon... Was hat denn die Disziplin hier im Hause damit zu tun, dass Gabriele draußen auf der Straße ihrem Freund einen Kuss gibt? Es ist ja nicht nur das. Die Mädchen müssen ja nicht darunter leiden, dass sie den Anschluss verpasst haben an die heutige Zeit. Entschuldigen Sie, dass ich das so offen ausspreche. Oh nein, das höre ich nicht zum ersten Mal. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Die heutige Jugend wird schon im Elternhaus und in der Schule an ein Maß von Freiheit gewöhnt, von dem wir also früher nicht gewagt hätten zu träumen. Die Uhr kann man doch nicht einfach zurückdrehen. Jetzt haben Sie recht. Aber ich kann ein Krankenhaus nur leiten, so wie ich es gelernt habe. Ich bin zu alt, um jetzt noch umzulernen. Aber in einem halben Jahr gehe ich in Pension, da ist Gabriele mich los. Meine Nachfolgerin ist 20 Jahre jünger als ich. Ich muss sagen, ich finde es imponierend, dass Sie bei Ihrem Standpunkt bleiben. Das findet man nicht so oft heutzutage. Will Gabriele denn wirklich von uns fort? Oder meinen Sie, sie überlegt sich's nochmal? Es liegt bei Ihnen. Jetzt komme ich sogar auf die Säuglingsstation. Andy wartet. Also tschüss, ihr Lieben, ja? Ich komme vielleicht abends mal wieder vorbei. Ja, aber nur, wenn es deine knappe Freizeit gestattet, ja? Damit klappt es jetzt besser. Also tschüss, ja? Na, sagen Sie mal, Sie küssen sich sogar in Schwesterntracht? Ich habe doch eine Sondergenehmigung, Fräulein Plischke. Wie bitte? Na, vom Senator für Gesundheitswesen hat Gabis Onkel ihr besorgt. Eine Sondergenehmigung? Na, Gabi, ich glaube, ich muss mal ein paar Worte mit Ihrem Onkel wechseln. Wieso? Wollen Sie auch eine? Nein, danke, ich brauche keine. Aber ihr solltet keine Sondergenehmigung haben, sondern besser gesagt eine Dauergenehmigung. Ist doch auch viel praktischer, findet ihr nicht? Fräulein Plischke, Sie sind ja eine richtige Wuchtbrumme. Nein, wollen wir es manchmal treiben, nicht?